Hallihallo, schön seid ihr wieder da, der Blumenmann ist auch wieder da und Allheiligen steht vor der Türe und ich zeige dir heute Schritt für Schritt, wie du ein solches Grabkissen machen kannst aus Islandmoos, aus Flechtenästen und mit einem wunderschönen Akzentschmuck mit diesem schönen Herz. Wenn du das sehen möchtest, wie ich das Herz kreiere, dann schreib es in die Kommentare. Wenn ich das Gefühl habe, es sind genügend Leute da, die solches Tutorial über dieses Galuna-Herz sehen wollen, dann mache ich das dann auch. Also, unten reinschreiben und dann wird kreiert. So, wir starten mit dieser Unterlage. Und zwar habe ich da diese Flechtenäste angegabelt, angedrahtet. Und die machen wir hier unten rum. Wenn du aber jetzt das Gefühl hast, das kommt wahrscheinlich nicht gut, weil ich kann zu wenig dicht arbeiten, dann mache es einfach so. Ich nehme hier unten Silantia-Moos. Du kannst natürlich auch anderes Moos nehmen. Du kannst natürlich auch, ich sag mal, ein Moos nehmen, das grünlich ist zum Abdecken. Du kannst auch andere Moosäste nehmen. Ich habe jetzt hier diese Flechten-Moosäste ausgewählt und mache hier einmal einen Abschluss. Da schaue ich natürlich, dass ich da nicht alle so steif nebeneinander reinmache, sondern dass es da wirklich eine spannende Vielfalt gibt. Wir schauen darauf, dass wir rund 2 Lagen machen, das heißt also, dass ich rund für alle Stellen 2-mal mit Flechtenästen rumgehe. Und das muss jetzt da mit Fleiß erledigt werden. Ohne Fleiß kein Preis. Die Drähte, das sind so schwarz geglühte Drähte, die werden mit der Zeit rostig. Wenn ich sie aber jetzt hier reinarbeite, ist das eigentlich kein Problem. Die Flechtenäste, die sind in der Schweiz auf rund 1400 Meter sind die so sammelbar. Ich denke auch in Österreich, meine Eltern waren in den Herbstferien in der Steiermark und auch dort haben sie solche Flechtenäste gefunden. Ich finde, die trocknen halt auch wunderschön, sie gehen nicht kaputt und dadurch ist es ein wunderschönes Deko-Element für den Winter, für die Grabdeko oder auch als Weihnachtsdeko. Ich habe ja auch schon mit solchen Ästen Windlichter kreiert oder sonstige Sachen kreiert. Also man kann da ganz viele verschiedene Sachen kreieren. Natürlich wird jetzt der Draht etwas gekürzt, nicht dass er zu lange bleibt und somit dann auch unten raussticht. Ansonsten, wenn du das Gefühl hast, da schaut etwas raus, dann machst du einfach eine Kontrolle und am Schluss nimmst du den Draht entweder ringsum, ihr könnt da schauen, ist bis jetzt noch keiner unten rausgekommen, sonst kannst du ihn so umknicken. Ja, Allerheiligen, aller Seelen, ist natürlich ein großes Thema, besonders in katholischen Regionen. Da wird natürlich die Gräber wunderbar dekoriert, geschmückt mit Engel etc. Und hier habe ich dir einfach wieder eine natürliche Idee, was du kreieren kannst. Dadurch, dass ich das Kissen jetzt ein wenig verkleinere, benötigen wir weniger Islandmoos, erstens. Und zweitens ist es nicht wie aus dem Großverteiler, wo alles so billig ist, wo alles so eintönig ist, sondern so eine Kreation, die findest du nicht überall zum Kaufen und sicherlich auch nicht, dass es jemand gerade dir nachmacht auf die Schnelle. Du siehst, das ist eine aufwendige Arbeit, die Äste schon nur anzugabeln, das braucht seine Zeit, aber dafür hast du ein tolles Ergebnis am Schluss. Ich würde zum Beispiel das Grab, also wenn ich jetzt ein Grab mir vorstelle, wo ich eine solche Islandmoos-Kissen-Kreation oder Islandmoos-Herz hinstelle, so vor, dass es zum Beispiel jetzt im Winter ganz einfach mit Koniferen, mit Ästen abgedeckt wurde und dann mit diesem Herz
ein wunderschöner allerheiligen Schmuck noch drauf getan wird. Dieser Schmuck kannst du eigentlich den ganzen Winter dann drauf lassen. Und das macht eigentlich dann die ganze Winterdeko durch mit. So, jetzt haben wir da die rund zwei Lagen mit diesen Ästen gemacht. Dann können wir dann weiterfahren. So. So, jetzt haben wir hier dieses Kissen mal vorbereitet, damit wir jetzt mit dem Islandmoos reingehen können. Beim Islandmoos ist es wichtig, dass du dieses Moos gut putzen tust. Ah! Drückt alle ein Smiley, wo ihr mir böse seid, weil ich tun gesagt habe. Vorhin habe ich mir im Kopf gleich so gesagt, sag nicht tun. Und ich habe es nicht geschafft. Oh Mann, egal. Ich hoffe, es macht euch trotzdem Spaß und ihr merkt, ich bin kein Deutscher, ich bin Schweizer. So, zu viel gelabert wollt ihr ja nicht hören, ihr wollt sehen. Und so mache ich jetzt jeder Busch hier einfach so mit einer kleinen Blumenagraffe an. Was wollte ich noch sagen? Das Islandmoos, auch isländisch Moos oder ich sag mal so ganz böse Friedhofmoos, das kommt ganz kompakt gepresst in den Blumenladen. Und zwar sind diese gepressten Stücke voller Nadeln, voller Beerenzweige etc. Und das muss dann vom Floristen geputzt werden oder jetzt von dir natürlich zu Hause gereinigt werden. Da kannst du dir die Maniküre eigentlich sparen, weil du bist so lange im Wasser und musst so lange mit den Fingern im, ich hoffe, du nimmst warmes Wasser natürlich, warmen Wasser, das Ganze putzen. Und da wird dann deine Hände schön aufgeweicht sein. Wir kämpfen uns da jetzt Schritt für Schritt gegen die Mitte von diesem Kissen. Und weil es ja dann im Außenbereich auf dem Grab steht, dieses Herz, oder besser gesagt jetzt dieses Kissen, oh, ich mache so oft eigentlich Herzen, und diese Kissen mache ich eigentlich nur, weil ich euch mal sowas wie dieses kleine oder große Herz zeigen wollte. Und ich möchte es so gerne euch zeigen und darum sage ich einfach, drückt ein Kommi mit Kaluna Herz unten rein. Wenn ihr mein Allerheiligen Special noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr da oben mal schauen. Ich blende es euch jetzt gleich ein, wie ich da gearbeitet habe, was ich da alles euch gezeigt habe, weil da gibt es auch noch verschiedene Ideen, was man zu Allerheiligen auf die Gräber stellen kann. Wenn du Fragen hast, Anregungen hast, dann melde dich auch ungeniert. Ich gebe mir Mühe, dass ich euch da immer wieder neue Impulse auch geben kann, wenn ihr Fragen habt. Und ja, ihr müsst euch einfach melden, weil ich kann ja eure Fragen nicht spüren oder lesen, sondern das müsst ihr einfach machen und dann kann ich sie lesen und somit euch auch beantworten. Jetzt kommen wir zur zweiten Reihe und ich sehe, ich habe wahrscheinlich noch nicht genügend Islandmoos eingeweicht. Ich mache das jeweils so in einen Kübel und dann kann man das schön einweichen. Und somit geht das dann relativ rasch, dass es schön weich ist, vollgesogen ist. Und dadurch, dass es immer wieder nass wird, wenn es drauf regnet, dann wird es dann auch immer wieder schön locker. Ich sage so, wenn es lange trocken ist, ziehen sich diese Moos bei Bällchen oder so langsam ein und es wird etwas kleiner. Darum ist auch wichtig, dass du schön kompakt arbeitest und
dieses Moos somit auch schön das Styroporkissen abdeckt. Wichtig ist, wir haben ja da ein großes Element mit diesem Galuna-Herz, welches wir da reinarbeiten, und dadurch ist es wichtig, dass wir da nicht die ganze Kissenmitte füllen, sondern nur einen Teil. Sie seht jetzt schon meine Finger, die leiden, weil sie immer wieder nasse Sachen anfassen, und somit, ja, sieht man da einfach auch, wie intensiv ein Florist oder eine Floristin mit den Händen arbeitet. So. Ich glaube, wir haben jetzt da wirklich das Kissen dann gut gefüllt. Nun kann man sich überlegen, ob man den Kopf hier drauflegen möchte, weil jetzt ist es natürlich schön zart und weich zum Draufliegen, und dadurch kann man sich solches gut überlegen. Was machen wir für einen Schmuck hier drauf? So, jetzt sieht es doch eigentlich wunderschön aus. Ich denke, wir nehmen da so ein Büschel Tiririca. Das fixieren wir da mal mit einer Agraffe. Dann können wir als Untergrund zum Beispiel zwei Tannenzapfen nehmen, etwas größere. So, und dann nehmen wir dieses Herz . Das müssen wir natürlich mit einem Draht fixieren. Ich mache da einfach so einen langen schwarzen Draht unten rum und kann dann das Herz daher so schön in die Kreation rein fixieren. Jetzt überlege ich mir, fehlt noch was? Braucht es überhaupt noch was? Einen Akzent, wenn ich jetzt dann dieses Tiririca fixiert habe. Und ich denke, es wäre toll, wenn ich da noch sowas reinmache. Und zwar dieses wunderschöne Eukalyptus globulus, diese Knospen. Und dann können wir da noch so einen zarten Galeocephalus als Unterstreichung mit reinlegen, und somit haben wir ein wunderschönes Kissen mit Islandmoos, mit den Flechtenzweigen, mit dem Kalunaherz und mit den Galocephalus-Rispen und dem Eukalyptus globulus. Wenn es dir gefallen hat, dann schau unten ein neues Video von mir, oben weitere allerheiligen Deko-Ideen und natürlich das Abo, das ist wichtig, vergiss das nicht. Und dann sage ich einfach wieder, tschüss und weg, sagt der Blumenmann, bis zum nächsten Mal wieder.